So, damit ein herzliches Willkommen hier wieder zurück auf Pokémon Showdown. Heute gucken wir uns den Kampf zwischen Soratsu und Mirgo an, die beide an der IPL wieder mit teilnehmen, in der Gruppe 2. Und genau, kommen wir mal direkt zu den Teams. Auf Soratsus Seite haben wir Matrifol, Cleopatra, Entei, Saiga 10%, Simsala und Schwalbos. Auf Mirkos Seite sein Kaporiki, dann hat er Gardevoir in der Mega-Entwicklung, Sumpex, Meistergriff, Akani und Hundemon. Okay, Hundemon. Bin mal gespannt. Da bin ich mal echt gespannt drauf, warum er sich für Hundemon entschieden hat. Vielleicht für den Feuerfänger? Na, den kann er doch eigentlich auch theoretisch auf Akani spielen. Na gut, gucken wir doch einfach mal rein, wie es ausgeht. Ich würde sogar eher sagen, dass Soratsu momentan das schlechtere Matchup hat, weil Mirko halt krassen Tryhard mitbringt. Lass uns mal überraschen. So, Mirko leadet mit seinen Kaporiki und Soratsu mit Leipard. Cleopatra hat natürlich den Sträuch, muss aber jetzt nicht drauf sein, und Kaporiki geht mit einem sehr effektiven U-Turn raus und geht auf sein Sumpex. Da wird nochmal der Sonntag rausgeholt. Wahrscheinlich hat sein Matrifol auch das Chlorophyll mit Wachs. Poison Jab? Joa. Poison Jab. Macht trotz alledem noch ganz guten Schaden, ne? Toxin geht daneben. Und jetzt. Wieso Sacred Fire? Ja, es ist in der Sonne, aber. Hallo, das ist Nakani? Ja, und dieses Conkeldo will eigentlich verbrannt werden, bekommt aber nicht, weil es instant rausgenommen wird. So, jetzt müsste Earthquake auf Livani ist natürlich jetzt nicht sehr effektiv. Autsch! Die Leaf Blade ohne Bedroher ist. Aua, das tut weh. Jetzt kommt Höllenhund, Exkisser. Warte mal. Das hat. Habt ihr das nicht auch gerade gesehen? Das hat 100% gemacht und er bleibt mit 1% übrig? Weil 99,7% sind eigentlich 100%. LOL? Okay. Läuft. Aber jetzt kann er mit Zygarde Turbo Tempo, könnte er eigentlich ganz gut. Zygarde 10% macht dann. Okay. Ja, jetzt kommen die Stealthies, der Alakazam kommt. Alakazam ist wahrscheinlich jeder. Ja, doch, ist das Mega-Pokémon seiner Wahl gewesen. Electric Surge, joa, kann man mal benutzen, braucht man aber nicht. Psychic reicht nicht aus, aber Alakazam ist natürlich um einige schneller. Und kann jetzt. Oh, Höllen. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wieso ist jetzt auf einmal Höllenhund schnell. Ah nein, es war ja. Okay. Ja. Livani hatte ja Chlorophyll in der Sonne, deswegen war er schneller und das Hundemon hatte den Warschall. So, und Schwalbos nimmt den macht den Rest. Und damit gewinnt Soratsu seinen Kampf 3:0. Oh, das ist gar nicht mal so fatal. Ja, man sieht, selbst mit einem schlechteren Matchup, wenn man die richtige Strategie hat, kann man den Gegner mit einem super starken Team doch ganz einfach rausnehmen. Das hat der gute Soratsu sehr, sehr gut gemacht. Muss man wirklich sagen. Aber der Kampf war sowieso recht, ja, ansehenswert. Sagen wir es mal so. Es ist zwar jetzt wieder so ein kleiner Mini-5-Minuten-Part, ha, aber pff, was soll's. Wollen wir das noch weiter in die Länge strecken? Eher nicht.
was wäre hier vielleicht angebrachter gewesen? Scarf Kapuriki hätte hier einiges anstellen können. Bisschen zumindest. Also Ente wäre immer noch ein Problem für ihn gewesen. Vielleicht das Simsal ein bisschen... was war das? Bisschen HP-Investment, glaube ich, hatte. Genau. Achso. Lol. Ich lese hier gerade, dass Simsal HP-Investment hatte und nur 96 EVs in die Init. Und trotzdem hat es Kapuriki outspeedet. Das muss man sich mal geben. Speed Creep. So ein Speed Creep, ey. Ich weiß nicht, ob das Speed Creep war. Ich vermute, das ist einfach normal. Gut. Das war's dann mit diesem Battle. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch eins finde. Ansonsten war es das für diese Session. Für Spieltag 3. Und ich würde dann sagen, dass wir uns in Spieltag 4 wiedersehen, sollte ich jetzt keinen anderen Upload noch finden. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bye bye.